Hallo, mein Name ist Moritz Engler. Ich bin der Gründer und CEO von InFlight VR Software GmbH, einer Münchner Firma, die als Weltmarktführer im immersiven Virtual Reality-basierten Entertainment für Flugzeuge, aber generell in der Reisebranche tätig ist. Unsere Firma sitzt in München und hat Projekte mit Airline-Kunden und anderen Kunden aus der Travel-Branche auf der ganzen Welt. Die Firma hat durch Corona im März letzten Jahres sehr, sehr starke Einschnitte erlebt. Viele unserer Kunden sind von einem Tag auf den anderen abgesprungen, hatten sich wirklich fokussiert auf das Überleben ihrer jeweiligen Firma und dementsprechend war der Einsatz oder der Umsatzeinbruch bei uns auf der Firmenseite sehr, sehr stark. Wir waren zu dem Zeitpunkt 30 Leute mit einem Office in Barcelona für das Tech-Team und dann dem operativen und kommerziellen Office in München und mussten im Zuge dieser Krise dementsprechend dann auch umstrukturieren, mussten leider auch einen Großteil der Belegschaft dann gehen lassen. Diejenigen, die geblieben sind, wir sind jetzt noch knapp 12 Leute, sind dann sehr stark in Kurzarbeit auch gegangen am Anfang und der Fokus war wirklich zu schauen, was passiert mit der Travel-Industrie und wie kann man als Firma überleben, sozusagen als Supplier dieser Industrie? Wir haben dann relativ schnell auch neue Konzepte entwickelt, um zu schauen, was man mit unserer Technologie alles anfangen kann, außerhalb der Reisebranche und haben beispielsweise relativ schnell angefangen, breiter uns aufzustellen und andere Kundensegmente zu erschließen, also in anderen Industrien, beispielsweise in der Schmuckindustrie, wo wir einen VR-Showroom gebaut haben für eine Juwelierfirma, die damit dann an ihre Kunden wieder herangetreten ist. Also wir haben sozusagen die Krise genutzt und haben versucht, unser Produkt so aufzustellen, dass es deutlich breiter dann auch am Markt angewendet werden kann. Zweitens haben wir eine konsumentenbasierte oder fokussierte Anwendung gebaut, die unter dem Namen First Row dann auch firmiert, wo wir Kultur in Virtual Reality direkt nach Hause zu den Konsumenten schicken. Das heißt, man bestellt ein Headset, ein Virtual Reality Headset auf unserer Website vr-firstrow.com und kann dort beispielsweise vom Staatstheater Augsburg oder vom Schauspielhaus Graz sich ein Theaterstück in Virtual Reality direkt nach Hause bestellen, kann dort 2 Tage dieses Stück dann anschauen und danach wird es wieder zurückgesendet in unser Office nach München. Dementsprechend haben wir eine neue Industrie aufgemacht für uns und dementsprechend auch reagiert auf die Corona-Situation. Wie geht es jetzt weiter oder inwieweit hat Corona jetzt einen Einfluss dann auch in der Zukunft? Was bleibt von Corona für uns? Auf der einen Seite ganz klar den Fokus eben auf verschiedene Industrien und ganz stark eben auch auf diese kulturelle Industrie, wo wir jetzt aktiv sind, aber natürlich dann auch sozusagen den Blick in die Zukunft, wann kommt denn der Kernmarkt zurück? Und das sind Sachen, wo wir jetzt schon auch erste Aufschwünge wieder sehen, wo InFlight VR, das Kernprodukt von uns, auch in Asien sehr stark nachgefragt wird. Das heißt, dort fokussieren wir uns drauf. Aber natürlich sehe ich ganz speziell auch von unserer Firma in diesem Bereich First Row, dass jetzt dadurch, dass Virtual Reality wirklich die Kulturhäuser auch sozusagen gezwungen hat, neue Wege zu gehen, digitale Wege zu gehen, dass man hier jetzt auch einen bleibenden Vertriebsweg dann auch eben für die Kulturhäuser mit geschaffen hat. Und das glauben wir, dass das auch nach der Krise bestehen bleibt. Und dementsprechend schauen wir sehr positiv in die Zukunft. Danke.